European Challenge. Multinationale Lehrübung auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Feuern aus allen Rohren mit scharfer Munition. Amberländische Einheiten haben in der entmilitarisierten Zone IFAB-Truppen angegriffen. Die multinationalen Streitkräfte schlagen sie jetzt zurück. Dabei hatte der Tag friedlich begonnen. Hier im Dorf lebt eine amberländische Minderheit auf dem Gebiet von Beachland. Der Checkpoint Kuhlenberg nebenan schützt sie vor Übergriffen. Diese Inszenierung auf dem Truppenübungsplatz Bergen entspricht genau der Situation in einer Krisenregion. Wir bilden ja die Soldaten aus für die Einsätze und für die entsprechenden Einsatzländer. Und dementsprechend realistisch bilden wir eben hier eben auch das Szenario nach. Und wenn es eben Situationen gibt, die eben im Einsatzland sich verändern, dann transformieren wir auch diese Informationen hierhin zurück, um in der Ausbildung dann entsprechend nachsteuern zu können. Fahrzeug- und Personenkontrolle. Die Soldaten des Jägerbataillons 371 sind nicht zimperlich, wie sich zeigt, zu Recht. Auf einen Wund! Los, gehen Sie hinter den Draht, los! Hey! Los, laufen Sie schon! Die sofort alarmierten Feldjäger nehmen den Mann fest und bringen ihn zum Verhör ins Hauptquartier. Während dieser Lehrvorführung zeigen die Soldaten, wofür sie ausgebildet worden sind. Eine Voraussetzung für den Dienst im Einsatzland. Sie wissen, dass sie gut ausgebildet und ausgerüstet sind. Aber wenn es dann eben die ersten Male tatsächlich in einen Checkpoint geht, dann ist die Anspannung natürlich eine größere. Denn dass etwas passieren kann, ist ja tägliche Realität. Sonst müssten wir diese Checkpoints ja nicht durchführen. Und dann schlägt die Stimmung um. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Checkpoint, wollen Lebensmittel und fordern die Freilassung des Festgenommenen. Transportpanzer Fuchs riegeln sofort den Checkpoint ab. Der Kommandeur hat die Feldjäger alarmiert. Deren Einsatztruppe bildet eine Kette, drängt die Demonstranten zurück. Im Schutz der Kameraden hat sich ein Greiftrupp bereit gemacht. Diese Soldaten stürmen jetzt heraus und nehmen den Rädelsführer fest. Transporthubschrauber bringen Verstärkung. Beobachter und Patrouillen haben irreguläre Truppen gemeldet, die sich in gewaltbereiter Absicht in Richtung der IFAB-Kräfte bewegen. Nach einem kurzen Feuergefecht ziehen sich die Angreifer zurück. Zwei verwundete IKs vor eigener Stellung. Dazu Alpha auf, sofort. Mit Unterstützung Alpha 1, verwundete Bergen, Meister unterstützen, verwundete aufnehmen, im Anschluss ausweichenden Checkpoint, fertig machen. Zwei angeschossene Angreifer, ein verletzter IFAB-Soldat. Der Sanitätstrupp Wiesel 2 versorgt die Verwundeten. Dann werden sie ins Krankenhaus geflogen. Die Lage bleibt gefährlich. Panzerhaubitzen schießen Sperrfeuer. Dann rücken deutsche Panzer zum Gegenangriff vor, unterstützt von österreichischen Gebirgsjägern. Live Firing Exercise. In diesem Teil der Lehrvorführung wird scharf geschossen. Der Vormarsch der angreifenden Truppen aus Amberland wird gestoppt. Sie ziehen sich hinter die Hügelkette auf ihr eigenes Territorium zurück. Während der Gegenangriff noch fortgesetzt wird, werden bereits die Abwurfzonen gesichert. Transportluftfahrzeuge setzen Hilfsgüter ab. Die Gefechtsübung stellt militärische Operationen dar, die vom friedensunterstützenden Einsatz über hochintensives Gefecht bis hin zur humanitären Soforthilfe reicht. Und damit einem Szenario denkbarer zukünftiger Aufträge folgt. Denn Einsätze zur internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung sind für deutsche Streitkräfte auf absehbare Zeit die wahrscheinlichsten Aufgaben.